Hallo Freunde chinesischer Tablet-Kunst. Ein Full-HD-Tablet für 53 Euro klingt schon fast absurd, aber All Day Mall hat mit dem A88T Pro genau ein solches Tablet auf den Markt gebracht. Im Unboxing hatten wir uns den ersten Eindruck darüber bereits verschaffen können. Nun hatte ich das Gerät einige Tage in Verwendung gehabt, denn nur wegen Full-HD kann man sich lange ein Tablet nicht kaufen. Es muss ja auch noch alles andere stimmen. Und ob das stimmt, das werde ich euch jetzt erklären. Aber davor noch schnell die technischen Daten. Wir haben ein 7 Zoll kleines Display. 7 Zoll ist ja unter den Tablets die kleinste Größe. Das Display löst mit 1920x1200 Pixeln auf. Das entspricht nicht exakt der HD-Auflösung, die ist offensichtlich an das Seitenverhältnis vom Display angepasst. Ist natürlich ein IPS-Screen. Im Inneren werkelt ein SoC von, nein, nicht MediaTek, sondern Allwinner. Wie der heißt, weiß ich leider nicht, aber Antutu weiß es und dazu kommen wir später noch. Beinhaltet einen Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz pro Kern, 1 GB Festspeicher haben wir und, haltet euch fest, 16 GB internen Speicher. Ist in dem Preisbereich eigentlich auch eher untypisch, meistens haben wir 1 GB und 8 GB. Touchscreen unterstützt im Übrigen 5 Punkt, ja, was ja auch jetzt nicht so verkehrt ist, die meisten haben 2 Punkt. Wir haben Android 5.1, das ist nicht so aktuell, aber als vollkommen veraltet. Kann man das jetzt nicht bezeichnen, wir haben Wi-Fi, BGN, wie sich das gehört. Der Akku, der misst 3600 mAh, ist für ein Tablet sicherlich nicht so viel, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nur ein 7 Zöller, also relativ klein, kann man auch fast als Phablet bezeichnen, da sind 3600 mAh schon ziemlich gut. Wir haben natürlich GPS, wir haben USB on the go, was für ein Tablet gar nicht mal so verkehrt ist, ein Klinkenanschluss steht uns zur Verfügung, zwei Kameras, also eine auf der vorderen Seite, eine auf der Rückseite und der Festspeicher, der lässt sich erweitern per MicroSD-Karte, eine SIM-Karte frisst das Teil aber nicht. Internet hier also nur bei WLAN. So, wenn wir uns das Gerät jetzt mal in der Gesamtheit anschauen wollen, stellen wir eins fest, es ist absolut ein Plastikbonbon. Wir haben ja nicht ein Krümelchen Metall, okay, im Inneren natürlich schon, aber das Gehäuse nicht. Das Gehäuse, das ist komplett aus Plastik. Aber ich finde, dass, wenn es sich bereits hier um ein Plastikgehäuse handeln muss, doch ziemlich gut verarbeitet ist. Die Rückseite, die ist hier auf Hochglanz poliert, gefräst, gespiegelt, man weiß es nicht. Ja, und das macht einen ziemlich guten Eindruck, finde ich auch besser verarbeitet als bei den MP-Man-Tablets, die ich hier schon vorgestellt hatte. Das wirkt hier einfach alles sehr, sehr, sehr straff. Und es ist, ja, man kann sich drinnen spiegeln, so Klavierlack-mäßig. Ich hatte es jetzt auch gar nicht zerkratzt. Es ist relativ robust. Und bei der Vorderseite haben wir natürlich eine Display-Schutzfolie. Die ist so perfekt aufgebracht, dass ich vorhin auch nochmal nachprüfen musste, ob wirklich eine drauf ist. Die zerkratzt leider relativ schnell, fässt sich dabei aber richtig gut an. Ja, also wenn es irgendwann runter ist, einfach ersetzen. Was Anschlüsse angeht, haben wir hier die Minimalausstattung. Also wir haben, wenn wir schon mal, wir können ja gleich mal alles ein bisschen bezeichnen. Hier Lautstärke, Wippe, dann drüber ist der Power-On-Taster. Die Verarbeitung ist ist okay. Nicht wirklich gut, der Druckpunkt könnte besser sein. Die Tasten sind viel zu flach und insgesamt gefällt mir das jetzt nicht so unbedingt. Ist auch Plastik hier silbern besprüht. Könnte besser sein. Hier oben haben wir den Erweiterungsslot für Micro-SD. Damit können wir den internen Speicher aufrüsten. Daneben Klinke. Hier haben wir dann, wie erwähnt, Micro-USB, daneben halt ein Mikrofon. Das Display ist die große Stärke von den All-Day-Mall-Tablet, denn mit Full-HD haben wir hier eigentlich die für mich optimalste Auflösung im 7-Zoll-Bereich. 2K würde hier wahrscheinlich keinen Mehrwert bringen, außer wir betrachten das Gerät ständig durch eine Lupe oder Mikroskop, da man das aber in der Regel nicht macht, ist Full-HD hier die Auflösung der Wahl. Ob das Ganze dann performant läuft, weil Full HD natürlich mehr Performance benötigt als HD oder drunter, dazu kommen wir dann als nächstes, aber wir können zumindest schon mal festhalten, dass hier ein fantastisches Display verbaut wurde. Wir haben eine ausgesprochen gute Blickwinkelstabilität, bei Full HD Displays wird immer auch IPS mitverbaut, IPS-Technologie, also In-Plane Switching, was immer das bedeutet. Aber wir wissen zumindest dann im Ergebnis, dass wir dadurch eine gewisse Blickwinkelstabilität haben, wodurch wir das Gerät, auch wenn wir es neigen, immer noch wunderbar ablesen können. Die Helligkeit ist in Ordnung und die Farbwiedergabe, die ist auch ganz fantastisch. Seht ihr ja, es ist alles schön bunt, aber ohne dass es jetzt irgendwie knallig oder überladen wirkt. Es ist wirklich in der Summe ein richtig tolles Display. Auch die Reaktionsfähigkeit ist ganz wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt längere Texte schreiben wollen, zum Beispiel eine E-Mail, WhatsApp, haben wir natürlich mangels SIM-Karte hier nicht zur Verfügung. Oder wenn wir im Internet surfen und da irgendeine Adresse anmelden möchten,
Natürlich ist die Geschwindigkeit beim Schreiben nicht nur allein von der Geschwindigkeit des Touchscreens abhängig, sondern auch von der Performance insgesamt. Wir hatten gesagt, wir haben diesmal einen SoC von Allwinner drin und der bringt 24.799 Punkte beim AnTuTu Benchmark. Und das ist etwas mehr als was ein 6580 von MediaTek im Durchschnitt hier bei AnTuTu erreicht und somit eigentlich ein ganz guter Wert. Wenn da das Full-HD-Display nicht wäre, denn für ein Full-HD-Display ist die Performance einfach etwas zu knapp. Da muss ein bisschen mehr her, weil wir ja auch Games zocken wollen, die dann in der Auflösung dargestellt werden. Wir wollen uns YouTube-Videos anschauen in Full-HD, die natürlich dann auch mehr Performance beanspruchen als zum Beispiel ein Quarter-HD-Video bzw. Auflösung des Displays. Und hier sehen wir nochmal hier A88T Pro und Marke steht hier Allwinner da. Tja, auf der Rückseite steht All Day Mall, zumal Allwinner ja eigentlich die SoCs produziert. Nun, okay, das sind jetzt die Punkte bei AnTuTu. Jetzt kommt natürlich noch meine Praxiserfahrungen. Da kann ich sagen, dass jetzt hier im Android rumswipen soweit alles ganz gut läuft, obwohl ihr schon seht, dass es auch hier zu ersten Verzögerungen kommt. Zumal, wenn wir zum Beispiel in den App-Drawer wechseln, dann dauert es mal eine Weile, bis das Bild, also der Desktop ausgeblendet wird. Aber das sind jetzt natürlich Sachen, die sich hier verkraften lassen. Ja. Ich habe im Übrigen relativ viele Apps gerade im Hintergrund geöffnet. Ich wollte hier euch das Tablet wirklich ein bisschen demonstrieren, wie es im Alltag auch verwendet wird. Und da haben wir nicht ständig einen aufgeräumten Arbeitsspeicher, sondern hat mal die ein oder andere App im Hintergrund geöffnet. Und man kann natürlich hier auch ganz gut multitasken. Aber das ist dann alles nicht mehr so ganz performant, wie wir das jetzt von einem Standardgerät mit 6580 HD-Screen, also das, was ich hier zu 90% vorstelle, vergleichen könnten. Hier ist alles immer ein bisschen langsamer. Vor allen Dingen, was das Starten und Wechseln der Apps angeht, müssen wir da wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Komischerweise ist es so, dass wenn wir in einer App drin sind, dann läuft es eigentlich ganz flüssig. Zum Beispiel eben der Browser. Da muss ich manchmal ganz schön warten, wenn ich das Tablet aus hatte, ich mache das Tablet wieder an, also es war im Standby und öffne dann erstmal den Browser oder wechsle wieder rein, dann habe ich manchmal ziemliche Ladezeiten und muss mich da wirklich sehr in Geduld üben. Aber bin ich dann erstmal in dem Browser drinne und er hat sich ausgeladen, läuft es erstaunlich flüssig. Selbst komplexere Seiten wie eBay, mit denen ich häufig bei den 6580 Probleme habe, je nachdem welcher Hersteller das wie optimiert hat, läuft das hier erstaunlich flüssig. Und wobei es dann auch wieder mancher anderer Stelle, zum Beispiel zurückwechseln auf den Desktop, zu längeren Verzögerungen kommt, seht ihr, wie lange das dauert. Auch wird der Desktop nicht instant angezeigt, sondern der wird erstmal aufgebaut. Genauso, wenn wir den App-Drawer wechseln, dass er den auch erstmal so ein bisschen aufbauen muss. Aber ist er in der App drinne, dann läuft's. Aber das ist dann alles nicht mehr so ganz performant, wie wir das jetzt von einem Standardgerät mit 6580 HD-Screen, also das, was ich hier zu 90% vorstelle, vergleichen könnten. Hier ist alles immer ein bisschen langsamer. Vor allen Dingen, was das Starten und Wechseln der Apps angeht, müssen wir da wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Komischerweise ist es so, dass wenn wir in einer App drinne sind, dann läuft es eigentlich ganz flüssig. Zum Beispiel eben der Browser. Da muss ich manchmal ganz schön warten, wenn ich das Tablet aus hatte, ich mache das Tablet wieder an, also es war im Standby und öffne dann erstmal den Browser oder wechsle wieder rein, dann habe ich manchmal ziemliche Ladezeiten und muss mich da wirklich sehr in Geduld üben. Aber bin ich dann erstmal in dem Browser drinne und er hat sich ausgeladen, läuft es erstaunlich flüssig. Selbst komplexere Seiten wie eBay, mit denen ich häufig bei den 6580 Probleme habe, je nachdem welcher Hersteller das wie optimiert hat, läuft das hier erstaunlich flüssig. Und wobei es dann auch wieder mancher anderer Stelle, zum Beispiel zurückwechseln auf den Desktop, zu längeren Verzögerungen kommt, seht ihr, wie lange das dauert. Auch wird der Desktop nicht instant angezeigt, sondern der wird erstmal aufgebaut. Genauso, wenn wir den App-Drawer wechseln, dass er den auch erstmal so ein bisschen aufbauen muss. Aber ist er in der App drinne, dann läuft's. Videos auf YouTube können natürlich in Full HD angeschaut werden und das funktioniert auch ziemlich flüssig und ruckelfrei. Das heißt, dem Filmgenuss auf YouTube oder mit aufgespielten Videos über die SD-Karte steht nichts im Weg. Ja, macht schon was her, können wir ein bisschen reinzoomen. Ja, schon ziemlich geil. Ja, man kann sich auf dem Tablet auf jeden Fall den geilsten Scheiß reinziehen. Kommt alles ziemlich gut rüber. Selbst abgefilmt. Ja, rechts oben steht jetzt 4K. 4K wird dann natürlich nicht unterstützt, weil das die Displayauflösung übersteigen würde. Und das geht natürlich nicht. So, ich habe mal für euch Asphalt 8 Airborne gestartet. Und da sehen wir schon
Die Startanimationen sind schon schwer am Ruckeln. Man muss auf jeden Fall Zeit und Geduld mitbringen. Ja, ich glaube, jetzt seht ihr gerade, was ich meine. So, Asphalt 8 funktioniert leider nicht. Bereits in den Menü waren die Ladezeiten so hoch, dass ich dann irgendwann abbrechen musste. Und daher versuchen wir jetzt hier mit Minion Rush unser Glück. Boing. Und da sehen wir, dass das hier so als richtig flüssig auch nicht zu bezeichnen ist. Also die Spiele werden ja auch in Full HD-Auflösung dargestellt. Und das verlangt dann vom SoC wesentlich mehr Performance ab als ein QHD oder ein HD-Screen. Wobei, super, das hier schon noch geht. Ich denke mal, wenn er so irgendwann mal so alles in den RAM geladen hat, dann wird es besser. Aber meine ersten Gaming-Experience hier mit dem Spiel waren auch nicht gerade prickelnd. Auch Spiele wie Sonic Boom zum Beispiel, ebenfalls so ein Rush-Game wie das Minion-Game, was wir eben gesehen haben, das läuft eigentlich eher recht als schlecht. Das Tablet denkt selber manchmal schon, ich brauche so lange, ich glaube, ich bin abgestürzt. Und dann erscheint halt so ein Fenster, in dem Fall müssen wir halt auf Warten drücken. Und irgendwann geht es dann weiter. Seht ihr, ist nicht abgestürzt. Wenn denn irgendwann mal endlich alles in den RAM geladen wurde, sind die Spiele falsche Richtung. Aha, was hat denn der Special-mäßiges drauf? Der kann so stampfen. Ihr seht, es ist eine gewisse Verzögerung drin. Nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend, dass es ziemlich nervt. Ja, also wenn man ein Spiel etwas länger gespielt hat, dann wird es dann meistens dann besser. Ihr seht, jetzt ist es eigentlich soweit ganz okay. Es kommt allerdings immer mal zu Lags. Und wenn das Lag an einer ungünstigen Stelle kommt, kann einen das schon mal das Leben kosten. Und wenn man nicht viele davon hat, ist das schon ziemlich doof. So, die Verzögerung, die sehen wir dann auch, wenn wir zum Beispiel das Tablet aktivieren, was ich gerade gemacht habe. Seht ihr? Zumal er jetzt eigentlich in den Sperrbildschirm eigentlich hätte wechseln. Achso, ich habe es zu schnell ineinander an- und ausgemacht. Ja, ihr seht, es funktioniert eigentlich gerade mal so gar nichts, weil es absolut überfordert ist. Ich müsste das Spiel erstmal ordnungsgemäß beenden und am besten auch noch aus dem Taskmanager rausschmeißen, damit er speicherfrei ist und dann das ausmachen. Jetzt geht er sogar in Standby, ohne dass ich das vermeiden kann. Ja, also das Tablet ist zum Spielen nur begrenzt geeignet. Man sollte sich wirklich da so auf sehr, sehr einfache Games beschränken, was Videos anschauen angeht. Das haben wir ja vorhin gesehen, das funktioniert soweit wunderbar. Das Display ist dafür einfach sehr gut geeignet, wegen der hohen Auflösung, wegen der guten Farbwiedergabe, den guten Kontrastwerten. Der Lautsprecher ist von der Lautstärke und von der Audio-Wiedergabe soweit in Ordnung. Der Akku mit den 3600 mAh, der bringt uns über ein paar Tage, wenn wir das Tablet doch als Tablet verwenden und damit nicht unsere gesamten Spielereien erledigen wollen. Wi-Fi, GPS möchte ich jetzt hier keinen großen Test machen. Ich kann euch sagen, das ist alles soweit ganz wunderbar. Das GPS positioniert uns innerhalb von wenigen Sekunden mit einer hohen Genauigkeit und das WLAN bringt auch eine hervorragende Übertragungsrate. In der Summe müssen wir wissen, wofür wir das Tablet eigentlich brauchen. Zum Arbeiten ist es eher ungeeignet wegen der mangelnden Performance und ein E-Mail-Client muss auch nicht in Full HD dargestellt werden. Zum Gaming ist es ebenfalls wegen der mangelnden Performance ebenfalls wenig geeignet und so bleibt eigentlich nur noch Surfen, Bilder, Videos bzw. YouTube. Wegen des großzügigen internen Speichers können wir auch einige Bilder und Videos auf das Gerät kopieren. Wem das nicht reicht, kann den ja noch per Micro-SD-Karte erweitern. Über das System brauche ich im Großen und Ganzen, ja, denke ich mal, nicht viel im Fazit hier zu erläutern. Es ist Android 5.1. Der Hersteller hat daran nichts verändert. Es ist also die reine Stock-Version. Auf die beiden Kameras bin ich jetzt auch nicht mal groß eingegangen. Ups, also die auf der vorderen Seite und natürlich die hier, weil die Kacke sind. Es ist nun mal ein billiges Tablet und da war eigentlich schon fast zu erwarten von vornherein, dass die beiden Kameras nicht zu gebrauchen sind. Sicherlich, wer jetzt mal ein bisschen skypen will und man möchte, dass der Gegenüber einen rudimentär wahrnehmen kann, dann geht das natürlich auch noch in Ordnung, aber also mit ins Urlaub nehme ich das Teil bestimmt nicht und mache da irgendwelche Bilder vom Strand. Dafür muss natürlich das Smartphone herhalten.
Aber auch da ist eigentlich die gleiche Regel. Wer sich für 55 Euro ein Smartphone kauft, der braucht nicht zu erwarten, dass hier eine hochwertige Kamera drin ist. Deshalb lasse ich das an der Stelle mal ein bisschen unbewertet. Und wir einigen uns darauf, es ist mehr zum Konsumieren von Multimedia-Inhalten gedacht, beziehungsweise zum Surfen. Sieht halt alles sehr, sehr schmuck aus. Ich muss sagen, wo ich das Gerät getestet habe, wenn ich dann mal wieder ein Gerät mit einer geringeren Auflösung nehme, das Lenovo B beispielsweise, welches ich gerade im Alltagstest habe, da habe ich dann mal schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Ich dachte, meine Güte, ist das niedrig auflösend. Ja, wenn man eine Weile dann hier auf das Full HD 7 Zoll Display geschaut hat, dann bemerkt man den Unterschied durchaus, wobei das Lenovo B 100 Euro kostet und das Tablet halt nur 53. Also, man muss halt wissen, wofür man das Gerät haben möchte. Gut, und das, denke ich mal, wisst ihr jetzt. Falls nicht, falls noch Fragen offen sind, schreibt es mir in den Kommentaren, kann ich drauf eingehen. Wollt ihr das Gerät kaufen, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link. In diesem Fall hatte ich das Gerät bei Amazon gekauft. Okay, gut, das war's dann für heute. Jetzt kommt noch die Endcard. Und im Übrigen für alle, die es interessiert, einer hat ja schon mal gefragt, wo die Smartwatch A1 bleibt, die kommt noch. Aber ich habe die SMA Time, habe ich noch in Benutzung. Ich hatte die leider geschrottet, nun irgendwann nach etlichen Reparaturversuchen eine neue bekommen. Das hat das Ganze leider ziemlich verzögert, deshalb ist die SMA Time erst noch dran, denn die habe ich schon vor so langer Zeit geunboxed. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen, falls ihr es nicht schon getan hatte, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.